Jetzt haben wir viel über Backdaten gesprochen. Wir haben euch noch was anderes mitgebracht. Für die normalen 964er gibt es natürlich auch Produkte. In dem Fall Anschalldämpfer mit zwei Endrohren, mit zwei Ausgängen. Das Ganze gibt es auch noch mit einem Ausgang. Technisch ist es im Prinzip das, was wir gerade schon gehört haben. Es ist derselbe Krümmer, es sind dieselben Cuts verbaut. Wir haben jetzt hier eine Variante mit einer Keramikbeschichtung. Das ist jetzt etwas, was wir auf Kundenwunsch optional anbieten können. Das Ganze macht technisch, aber auch optisch Sinn. Bei einigen Fahrzeugen bietet sich das an, dass man den Farbton vielleicht ein bisschen aufs Auto matcht. Farben gibt es auch, oder die Keramikbeschichtung gibt es auch in verschiedenen Farben. Technisch macht es natürlich insofern Sinn, dass das ganze Motorraumpackage gegen die hohe Strahlungswärme, vor allem der Krümmer, geschützt ist. Aber auch zur Leistungsoptimierung gibt es Stimmen, die behaupten, dass eine Keramikbeschichtung aufgrund der höheren Energie, die im Abgasfluss gehalten werden kann und damit die Strömungsgeschwindigkeit einfach erhöht wird oder hoch bleibt, das Ganze auch noch einen Performance-Vorteil hat. Was wir bei der normalen 64er-Anlage, wie gesagt, ein- oder zweiflutig anbieten können und darstellen können, ist einfach auf beiden Seiten den Wärmetauscher zu verbauen. Das ist bei den Backdate-Fahrzeugen aufgrund der Bypass-Rohrführung und dem geringeren Bauraum durch das kürzere Abschlussblech leider nicht möglich, worunter die Heizleistung nicht leidet. Es ist nur für uns in der Montage ein bisschen mehr Fummelei, dass wir zusätzliche Kühlführungen oder Warmluftführungen übers Getriebe legen müssen. Das ist hier einfacher gelöst. Wir gehen wirklich von dem Zentralverteiler oben, vom Gebläserad direkt am Originalstutzen mit einem Y-Stück auf die beiden Wärmetauscherelemente, die auch schon beim Kaltstart oder wenige Minuten nach Kaltstart eigentlich auf Temperatur sind, weil der Cut halt direkt die Energie speichert und wir die Energie hier direkt am Katalysator abnehmen. Was jetzt hier noch fehlt, ist Montagematerial, was man jetzt gerade für die Heizung oder die Heizungsmontage ans Fahrzeug noch bräuchte, sind zwei Edelstahlrohre, die hier in die Schweller gehen und halt die ganzen Verbindungsstücke, die zum Lüfterrad gehen.